Einer der Höhepunkte im Fußballkalender erwartet uns heute also, das deutsche Pokalfinale. Und das ist auch für uns Kommentatoren immer noch ein ganz besonderes Spiel. Herzlich willkommen dazu. Die heutige Begegnung, Eintracht Frankfurt gegen den HSV. Schauen wir noch mal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Topspieler. Auf die wird's ankommen. Seit 1935 gibt es jetzt den DFB-Pokal und gerade dieses Finale ist immer wieder ein absolutes Highlight im deutschen Fußballkalender. Es ist eine Ehre für jeden, in einem solchen Finale zu stehen und das ist natürlich auch eine Riesenchance für die kleineren Vereine. Nicht nur im Rampenlicht zu stehen, sondern sich natürlich auch für den Europacup zu qualifizieren. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Buschi, was sagst du zu Ihrer Formation heute? Ich würde mal behaupten, keine Experimente. Vier hinten, fünf am Mittelfeld und vorne der Alleinunterhalter. Aber der bekommt Unterstützung.